Ich habe in den nächsten 30, 35 Minuten vor, Ihnen einen Überblick über das zu geben, was wir einerseits in unserer Berater-Community, aber auch in der, die ja hier angesprochen wurde, ist in dem Austausch mit den Kollegen aus der ÖGGO und aus diesen systemischen unterschiedlichen Gruppen, was die Ergebnisse unserer Reflexionen sind, was sich gerade in Unternehmen abspielt und daraus auch so einen roten Faden abzuleiten, was sind eigentlich die Themen, wo wir als Berater gefordert sind, was da hilfreich und notwendig ist. Das ist der Überblick. Und ich möchte ganz kurz diese Landkarte vorstellen, die ist Ihnen vertraut, nämlich dass es in der Unternehmensentwicklung, die wir ja adressieren und wo wir um Rat gefragt werden, die zu begleiten, darum geht, unterschiedliche Gestaltungsdimensionen aufeinander zu beziehen und jeweils zu beleuchten, ohne dass man davon eine auslassen kann. Also das ist das Thema des Wohin, der Strategie, der Vision, wer sind wir als Unternehmen, was macht Ziel und Zweck unseres Unternehmens aus. Das ist die Frage, wie organisieren wir Entscheidungen und Kommunikation, das ist die Organisation. Das ist rechts, dürften eigentlich streng genommen systemisch gesprochen nicht die Personen stehen, sondern deren Verhalten, deren Handlungen, deren Fähigkeiten, Kooperationsqualitäten, weil ja Menschen an sich zur Umwelt des Systems gehören. Ja, aber wir haben das sozusagen aus Gründen der leichteren Transportierbarkeit in Unternehmen so formuliert. Und natürlich ist ein ganz zentrales Element Führung, die dafür verantwortlich ist, die Lebens- und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern. Das im Blick habend, wenn es um systemische Beratung geht oder wenn Systemiker sich der Unternehmensentwicklung nähern. Und ich möchte damit beginnen, was sind denn die Entwicklungsbewegungen, die wir in diesen Dimensionen erleben? Ich fange mal an mit dem Thema Strategie und Stakeholder. Es ist schon einiges über Digitalisierung gesprochen worden und die Digitalisierung ist sicher der mächtigste Trend, den wir erleben aktuell. Und der führt für viele Unternehmen dazu, dass ihre tradierten Geschäftsmodelle und Strategien manchmal in Gefahr sind, manchmal schon angegriffen worden sind, dass es neue Player gibt. Wir alle wissen, was mit Banken passiert. Wir alle wissen, was mit dem Buchhandel passiert ist. Das sind die prominentesten Beispiele. Das ist für Unternehmen anspruchsvoll, weil damit die Strategiearbeit anders geleistet werden muss, andere Themen in den Blick nehmen muss. Es gibt eine Tendenz dazu, also sozusagen, dass nicht nur das Unternehmen seine Strategie entwickelt, vielleicht mit seinen Wertschöpfungspartnern, sondern dass sogenannte Business-Ökosysteme entstehen. Ein Beispiel, was uns allen vertraut ist, ist Amazon, also dieses Thema der Plattformökonomie, neue Spieler, zugleich Wettbewerb und zugleich Kooperationspartner. Und vor allem ein ganz zentraler Punkt ist, dass die Kunden in einer Vielfalt von Rollen sich zum Unternehmen in Beziehung setzen, als Konsumenten so wie bisher, aber auch als Mitgestalter, auch als Enabler, indem sie zum Beispiel ihre Daten zur Verfügung stellen, gewollt, nicht gewollt, es passiert, und natürlich als Multiplikatoren, ja, wenn man die Einflüsse der Digitalisierung mitdenkt. Wenn wir das Thema Organisation beleuchten, dann geht es darum, dass im Grunde genommen der Wandel oder das Thema Digitalisierung ist bereits an dritter Stelle als Treiber für die Veränderung der Organisation, laut einer neuen Capgemini-Studie. Das heißt, es gewinnt ganz enorm an Bedeutung. Das ist in dem Vortrag gestern ja schon beschrieben worden, Rudi, von dir, dass die Gestaltungsprinzipien von Organisation durch die Digitalisierung extrem herausgefordert werden. Stichwort von der Hierarchie zu stärker kollaborativen Elementen, von der Arbeitsteilung zu mehr interdisziplinär kollaborativen, von der ganz starren Struktur, wie sie oft in Konzernen und großen Organisationen wahrgenommen wird, eher zu fluiden und auch hybriden, jeweils von der Aufgabe getriebenen Organisationsformen, anspruchsvoll. Was heißt das auf der Personenebene? Es gibt so etwas wie eine neue Macht der Kunden, der Partner, zum Teil auch der Mitarbeiter, weil viele Informationen viel stärker zugänglich sind
Unternehmen darauf angewiesen sind, dass Mitarbeiter freiwillig kooperieren. Und es geht natürlich auch die neue Macht der Unternehmen. Eine Klammerbemerkung, darauf komme ich später noch zu sprechen. Es gibt natürlich auch vielfach wahrgenommen ein ganz starkes Gefühl von Ohnmacht, das einerseits mit der Überforderung und Überstrukturiertheit von Organisationen zu tun hat und natürlich auch damit, dass in manchen Branchen schon besonders spürbar die Zukunft ihre Schatten vorauswirft, nämlich im Hinblick auf die Frage, wird es meinen Job noch geben? Wird es meinen Beruf noch geben? Wie ist der im Wandel? Schlussendlich das Thema Führung. Für Führung ist die Digitalisierung Provokation. Führung hat natürlich die Aufgabe, im Wesentlichen Gestaltungsentscheidungen zu treffen, um diese Dimensionen zu bearbeiten, aber vor allem auch sich selbst zu erneuern. Darauf möchte ich später noch zu sprechen kommen. Das Herausfordernde an diesen Entwicklungen ist, dass damit natürlich die klassischen Betriebssysteme nicht nur der Wirtschaft und klassischer Unternehmen hinterfragt werden. Wir erleben das ja im Grunde genommen gesellschaftlich. Das Betriebssystem Gesellschaft, das Betriebssystem Medien, das Betriebssystem Politik. Also das ist vielfach adressierbar. Und jetzt geht es natürlich nicht darum, in große Hektik zu verfallen, sondern nach dem Motto Keep Calm and Carry On, das Schritt für Schritt zu entwickeln und zu gestalten. Aber der Anspruch ist groß. Und es geht um Themen, für die wir noch keine Lösungen haben, die wirklich Neuland sind für uns. Also es gibt einerseits so etwas wie eine Aufbruchstimmung bei manchen, aber eine große Verunsicherung bei allen. Und die Paradoxie ist wahrscheinlich schon auch bei uns selber zu beobachten, dass wir im Grunde genommen viele Unternehmen so erfolgreich wie nie, aber dieses Gefühl des Erfolgs ist sehr nervös und erzeugt interessanterweise wenig feste Zuversicht. Und das ist auch ein Thema, das wir bearbeiten müssen als Trainer wie als Berater. Sozusagen, wenn man das jetzt übersetzt, das Thema Digitalisierung, was das für Führung bedeutet, das habe ich Ihnen jetzt zusammengestellt. Ich gehe auf die einzelnen Punkte nicht genauer ein, aber ich denke, was deutlich wird, ist, dass sich hier viele Fragen für Führung ganz neu stellen. Zum Beispiel die Frage der Strategiearbeit, wenn es einerseits darum geht, das bestehende Geschäft weiterzuführen und immer quasi ein Scanning zu machen, was taucht denn am Markt auf, was beobachten wir, was sind überhaupt unsere Beobachtungsräume, um ein Gespür dafür zu kriegen, wo könnten Branchen sich so neu entwickeln, dass wir entweder für uns eine Chance haben oder ein Risiko entsteht. Ja, also wie gestalten wir unsere Strategiearbeit, wie gehen wir um mit dem Phänomen der Disruption, das ja in manchen Branchen schon sehr vor der Tür steht. Also Beispiel Logistik, Beispiel Medien, da haben wir das alles schon erlebt. Beispiel dass die Finanzdienstleister und wo wir es gerade spüren, ist auch das, also Automobilindustrie. Ja. Ja, das sind sozusagen die Themen, mit denen Führung sich beschäftigen muss und die miteinander zu verweben sind. Wie steuern wir Kunden? Wie gestalten wir Kundenprozesse? Ich greife jeweils ein zentrales Profil heraus. Das ist Thema der Customer Journeys, wenn Kunden in diesen vielfältigen Rollen sind. Wie gestalten wir unsere Organisationen agiler? Das Thema Agilität ist ja gestern schon zitiert worden, ist einerseits ein Hype, aber auch andererseits, davon bin ich fest überzeugt, eine Entwicklungsnotwendigkeit, die einerseits von der Digitalisierung getrieben ist, die aber auch getrieben ist von vielen, die in den Organisationen arbeiten, weil es dort eine unendliche Sehnsucht nach mehr Eigenwirksamkeit geht und nach weniger get lost in bureaucracy. Ja, also dass man sozusagen an ganz kleinen Schritten arbeitet und das Gefühl hat, eigentlich kann ich hier nicht wirksam sein. Das Thema New Work, da stecken Themen drin, zum Beispiel, wie kann man innovative Arbeitswelten und Arbeitsarchitektur bauen? Ein ganz zentrales Thema. Ja, Architektur ist ja, hat eine unglaubliche Gestaltungskraft, es wird darüber ganz viel gesprochen, damit kann man sehr viel richtig und falsch machen. Und so wie heute in vielen Konzernen oder Unternehmen Organisationen aussehen, lange Gänge und dann gehen rechts und links Zimmer weg, die die Leute dann zumachen. Und dann soll so gearbeitet werden, wie Rudi Wimmer gestern beschrieben hat, in kollateralen Teams, interdisziplinär sich öffnet.
da passt was nicht. Ja? Und Ähnliches gilt natürlich auch für die Arbeitsinstrumente und Tools. Investment in die Leadership Community. Ich glaube, dass das Thema Leadership Development an vielen Stellen weiterzuentwickeln ist. Es geht darum, in ein Wir zu investieren und nicht ebenenspezifische Programme zu machen, sondern übergreifend das Thema Führung weiterentwickelt, vielleicht um Themen herum. Und dass es wieder viel stärker als früher geht, sich auseinanderzusetzen mit ganz persönlichen Themen, also auch was Haltung anlangt, was Verantwortung anlangt, was das Thema anlangt, der eigenen Entscheidungsmuster oder wie man selber in unsicheren, chaotischen Situationen umgeht. Das war eine Zeit lang sehr en vogue und ist vielfach sehr zurückgetreten. Da sind wir aber alle sehr gefordert, sowohl die Personen wie die Leadership Communities, weil alles das, was hier geschieht, hat eine, ist natürlich von dem, was strategisch gefordert ist, sehr, sehr spannend. Auch, da kann auch viel Neues entstehen. Hinterfragt aber Identitäten von Unternehmen sehr. Und das bildet sich natürlich auch auf der persönlichen Ebene ab. Also die Erfahrung, die wir machen, ist, dass die emotionale Dimension dieser Themen oft total unterschätzt wird. Und das schlägt natürlich zurück, ja? Also was dadurch alles in Bewegung gerät. Deswegen braucht es einen Fokus. Und natürlich geht es auch, dasselbe bildet sich auch ab auf der Ebene der Mitarbeiter, klarerweise, die einerseits vom Unternehmen her mehr gefordert werden, dass sie unternehmerisch agieren, und zugleich wird die stabile Beziehung, die die Mitarbeiter zu Unternehmen hatten, über lange Zeit viel fragiler und brüchiger. Gilt für beide Seiten. Ja? Und da gibt es unterschiedliche Machtverhältnisse. Einmal sind die Unternehmen stärker, einmal sind die Mitarbeiter stärker. Also das ist so das, was bewegt. Und ich würde jetzt gerne die Antwort, die darauf gegeben wird, häufig mit dem Thema, was macht eigentlich, was ist der rote Faden von dem, was wir gestern angesprochen haben, was eigentlich einerseits ein Hype ist, nämlich wie können Unternehmen agiler werden, um sich darauf einzustellen? Und ich würde Ihnen gerne vorstellen, was so die wichtigsten Gestaltungsprinzipien sind, die Methoden haben wie Holacracy oder Scrum oder Design Thinking oder Kanban und wie sie alle heißen. Da gibt es, und wir haben uns selber damit sehr intensiv auseinandergesetzt und unterschiedliche, auch emotional eine unterschiedliche Reise gemacht. Ja, also zuerst ganz irritiert, dann fasziniert, dann Leute, was habt ihr nur für Annahmen? Wie kann man das glauben? Und ich würde Ihnen gerne ein paar dieser Prinzipien, die wir entdeckt haben, vorstellen. Da ist viel dran, wo wir als Systemiker auch viel von lernen können. Und an manchen Stellen ist das aus meiner Sicht auf eine überraschende Art naiv, idealisierend und simplifizierend und funktioniert an manchen Stellen nicht. Und das würde ich gerne kurz beleuchten. Also die Prinzipien hier, eine extreme Lösungs-User- und Kundenorientierung. Die kann sehr hilfreich sein, wenn Unternehmen sich, wenn es darum geht, etwas kundenorientiert zu machen, in internen Politiken verstricken. Kann sehr hilfreich sein. Design Thinking, Arbeiten mit Personas oder Customer Journeys als Beispiele. Ja, also dieser zweite Block, ko-kreativ zu arbeiten, es geht weniger um Status als um Funktionalität, es geht um Teams, es gibt so etwas wie eine Renaissance von Teams, wenn man sich so etwas anschaut wie Scrum. Ja, da wird allerdings mit ganz strengen Rollen und Formaten gearbeitet und über die strengen Prozesse wird das eigentlich herausdividiert, versucht herauszuzoomen, was Teams brauchen, um solche zu werden, nämlich die Auseinandersetzung mit Beziehung, mit Emotionalität, mit dem Seinszweck des Ziels, ja, also diese Emotion, und auch bei Holacracy ist das übrigens der Fall bei den Spielregeln. Und das ist die Schattenseite, also die Idee dieser agilen Methoden ist durchaus auch extremes Timeboxing, was dann stattfindet. Also das Thema der Immersion halte ich für ein extrem wichtiges Thema, also in andere Erfahrungswelten einzutauchen beim Design Thinking. Das Thema Einhalten von Prozessen, Rollen, Spielregeln, Zeitgrenzen hat viel für sich, weil dadurch Zug reinkommt und Spannung erhöht wird. Also das ist der Gewinn. Wenn es rigide gemacht wird und das, was auch
sozusagen eher an die kreative Kraft, die darin entstehen kann, wenn man offene Räume schafft für Emotionalität, für Querdenken, für ganz andere Ideen, die kann damit unter Umständen verloren gehen. Ja? Also das sind so die roten Fäden der agilen Methoden, die es gibt, und zugleich auch die Schattenseiten, also Idealisierung. Es wird häufig nicht mehr unterschieden, wofür eignet sich agil und wofür nicht. Simplifizierung, die werden oft wirklich so angeklebt an die Organisationen, ohne dass an tieferen Themen gearbeitet wird, wie gestern beschrieben oder in dem Dreieck von vorhin zitiert. Also was heißt denn das für Strategie, Organisation, Führung und auch für die eingeübten Routinen? Und es gibt auch eine Ideologisierung, dass damit alle Probleme gelöst werden können. Das Interessante finde ich übrigens, dass diese Idee mit Formaten etwas unter Kontrolle zu kriegen, das ist ja auch die Idee der klassischen Organisation, das wird quasi übersetzt auf die agilen Methoden. Ja, also so glaubt man es wieder unter Kontrolle zu kriegen. Nichtsdestotrotz haben wir von diesen Methoden unglaublich viel profitiert. Also es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und sie mit Maß und Ziel und überlegt zur Wirkung zu bringen. Also das hier sind mal sozusagen drei beschrieben, es gibt deren mehrere. Es gibt inzwischen auch Versuche, die in ein Gesamtbild zu bringen. Welche sind denn wofür geeignet? Und ich möchte jetzt gerne zu dem nächsten Thema kommen, nämlich zu der Frage, was bedeutet, ich habe ja vorhin schon beschrieben, wenn wir arbeiten, ist es wichtig, drei Systeme im Blick zu haben und nicht nur eines. Klassischerweise schaut man, was ist eigentlich der Auftrag des Kunden, worum geht es, was möchte das Unternehmen, das Klientensystem bewirken. Damit das gelingt, sagen wir aus der systemischen Perspektive, dass es wichtig ist, so etwas zu entwickeln wie eine Art Unternehmen auf Zeit, ein Kooperationssystem, das finden Sie oben, in dem Vertreter des Kunden mit Vertretern des Beratersystems gemeinsam an dem Thema arbeiten. So etwas entwickeln wir ein gemeinsames Verständnis, eine Diagnose, Prototypen, wie man vorgehen könnte, stabile Formate, in denen geschützt die Herausforderung der Veränderung quasi verprobt und ausgearbeitet und mit Feedback versorgt werden können, damit dann Schritt für Schritt die Implementierung in der Organisation gelingt. Das finden Sie oben. Und natürlich wirken diese Trends alle auch auf die Beratersysteme selber. Das ist etwas, was aus meiner Sicht auch in der systemischen Beratung nicht immer genug Reflexionsraum bekommt. Also die Frage ist zu stellen, die vorhin beschriebenen Entwicklungsbewegungen, wie beeinflussen die Kooperationssysteme und schlussendlich, wie beeinflussen sie auch die Art und Weise, wie wir uns als Berater aufstellen, wie wir uns selber positionieren, wofür wir zur Verfügung stehen, wofür nicht, wie wir unseren systemischen Ansatz weiterentwickeln, wie wir uns organisieren vor allem. Das Thema Organisation ist ja eins der am meisten unterbelichteten Thema von dem, was seine Wirkung anlangt. Und da möchte ich Ihnen jetzt gerne neun Foki vorstellen, die aus meiner Sicht, wenn man diese Entwicklungsbewegungen ernst nimmt, wo wir gefordert sind. Fokus 1, wenn man das Thema digitale Transformation ernst nimmt, und das ist natürlich in jeder Branche ein bisschen anders, dann geht es um einen tiefgreifenden Wandel für viele Unternehmen, wo alle Ebenen berührt sind, also wo die Strategiefrage neu gestellt wird, die Organisationsfrage, die Führungsfrage, die Relation Führung-Mitarbeiter. Das ist deswegen wichtig im Blick zu haben, weil im Kontext von Digitalisierung Unternehmen entweder sehr hektisch werden und aus der großen Angst, die das macht, dann oft auch sozusagen sich wieder ganz zurückziehen und so etwas wie eine Lähmung da ist. Und das ist total nachvollziehbar. Ich glaube, es würde uns als Berater nicht anders gehen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, ist ja heute auch schon gefallen, was ist denn, wenn wir durch gute, kluge Artificial Intelligence mit unseren Beratungsdienstleistungen an der einen oder anderen Stelle plötzlich bedroht, in Frage gestellt uns fühlen könnten, auch wenn das wahrscheinlich Grenzen haben wird. Ja, aber das Thema stellt sich für uns auch. Das heißt, es geht darum, die Frage zu stellen, also erstens zu überlegen, was bewahren wir und in welche
in welche Richtungen wollen wir uns entwickeln? Das ist eine extrem strategische Frage und es ist eine extrem emotionale Frage und es geht darum, im Grunde genommen sich darauf einzustellen, dass es ein Prozess ist, der viele Jahre dauern wird. Also wenn man denkt, wie lange es gebraucht hat, bis die industrielle Revolution dazu geführt hat, dass es Gewerkschaften gab und Tarifverträge und geordnete Arbeitszeit, es war ein Zeitraum, bis die ersten Dinge klar waren, von ungefähr 30 bis 50 Jahren. Das wird jetzt schneller gehen, aber es wird sicher länger als 10, 15, 20 Jahre dauern. Ich bin davon überzeugt. Ja. Vergangenheit trifft Zukunft, Zukunft trifft Vergangenheit, das macht Identität aus. Wir sind gefragt, mit unseren Unternehmen so etwas zu entwickeln. Erstens ein Gefühl für die eigene Vergangenheit, was macht uns eigentlich aus? Und das ist gar nicht trivial, dafür Zeit zu entwickeln, weil die Unternehmen aktuell oder in den letzten Jahren alle unter einem ganz großen Zeitdruck stehen, es viele Überlastungsphänomene gibt, ich komme gleich darauf noch zu sprechen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sozusagen Zukunftsfelder abzustecken, weil sonst die Vielfalt der Möglichkeiten erschlagend ist. Ich erzähle mal ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Daimler hat für sich zum Beispiel entschieden im Kontext von Digitalisierung, wir definieren vier Felder, in die wir arbeiten. Das läuft unter CASE, Connectivity, autonomes Fahren, Social Media und das elektrische Motor, also Elektrifizierung. Ja. Und das sind vier Felder, wo man dann sagen kann, okay, das sind jetzt mal unsere Suchfelder und die anderen Sachen beachten wir jetzt mal nicht. Das ist aber in Wirklichkeit eine ganz weitreichende Entscheidung, nämlich dass man auf andere Dinge gerade nicht achtet. Ja. Also gar nicht zu unterschätzen, wie bedeutsam das ist. Ja. Und natürlich gehört wirklich dazu auch die Vergangenheit, die eigene Vergangenheit und was einen ausmacht, nicht abzuwerten. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil in gewisser Weise gibt es ja auch wirklich Verrücktheiten, dass Unternehmen an der Börse höher bewertet sind, die nur Schulden haben und klassische Unternehmen, die hunderte Jahre lang und so weiter. Sie wissen, was ich sagen will, ich brauche das nicht fortführen. Ne? Es geht immer darum, gleichzeitig an Führung und Organisation zu arbeiten und das, die sozusagen parallel zu entwickeln. Und bei beiden geht es darum, also die Hauptaufgabe von Führung kann ja auch nach March beschrieben werden, dass es die Aufgabe von Führung ist, auf Exploit zu achten, also Bestehendes möglichst effizient und gut zu machen, kontinuierlich zu verbessern und auf der anderen Seite Räume für Explore zu bauen, für Erneuerung, für Innovation, für wo machen wir uns neue Räume zu eigen und überlegen, was da drin ist für uns. Was wir erlebt haben in den letzten 10, 15 Jahren, ist, dass das Thema Exploit perfektioniert wurde und zum anderen, dass viele Unternehmen die wachsende Komplexität mit noch mehr und noch komplexeren Strukturen beantwortet haben. Das hat dazu geführt, dass die Räume für Explore, also auf mehr Effizienz und Kosten zu setzen und mehr Struktur zu schaffen, hat dazu geführt, dass die Räume für Explore in vielen Unternehmen sehr wenig geworden sind. Und auch, was die Führung sich selbst zugesteht, ganz kleine Fenster hat. Da sind wir, glaube ich, als Berater und Trainer auch sehr gefordert, zu überlegen, wie kann man das denn bauen? Und sozusagen, wenn wir später in der Diskussion dazu kommen, kann ich auch ein paar Beispiele erzählen, die aus unserer Sicht erfolgversprechender sind als andere. Das hat den Hintergrund, dass es in vielen Unternehmen so etwas gibt wie eine Überlastung der Organisation, wie gerade beschrieben, durch dieses Übermaß an Prozessen, an Bürokratie, Multimatrix, eine Überlastung der Zielsysteme, ja, man muss effizienter sein, Innovation. Also es gibt einen Veränderungsoptimismus, der auch von der Führung an Organisationen zugeschrieben wird, das meiner Sicht wirklich auch überzogen ist. Wo dann Führungskräfte sagen, Barbara, ich habe 10 verschiedene Ziele und ich fühle mich wie aufgespannt, ich habe keinen Bewegungsraum mehr dazwischen, null. Ja, und wenn was Unerwartetes passiert, geht das schon gar nicht. Ja. Also das ist wieder ein Beleg auch für dieses Thema mit diesen agilen Tools und Methoden, die können ja nur wirksam sein, in diesem Freiraum haben, wenn die Zielsysteme sich auch ändern.
Also diese Unterbelichtung des Themas Weiterentwicklung von Führung und Organisation in Richtung Agil, und zwar nicht jetzt mit dem 1:1 Übersetzen von, was weiß ich, einer holokratischen Organisation, da gibt es ja auch mehr gescheiterte als gelungene Beispiele, dann heißt das, dass die Überstrukturierung der Organisation dazu führt, dass es eine strukturelle Erschöpfung gibt in vielen Unternehmen. Und es ist natürlich gar nicht einfach, wenn es diese Erschöpfung gibt, in dieses Thema Explore reinzukommen. Wir alle wissen, wenn wir erschöpft sind, sind wir nicht gerade die Innovativsten. Und sozusagen da kluge Räume zu schaffen, wo man sich selbst wieder spürt, die eigene Geschichte spürt, wo man konzentriert vielleicht an Neuem arbeiten kann und das auch so bauen kann, dass so etwas wie eine Zuversicht entsteht, dass sich das lohnt. Also dafür Formate zu entwickeln, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Manchmal geht es auch erst darum, also zwischen Exploit und Explore so Zwischenräume zu schaffen, wo man sozusagen wieder zu sich kommen kann. Interessanterweise gibt es das in den neuen Arbeitswelten, in der Architektur gar nicht so selten, ja, diese Recreation Rooms, oder wo man hat dann sozusagen in der Lounge, wenn es gelingt, wieder Kräfte sammelt. Aber dieses Phänomen der Erschöpfung verbunden mit dem gestern zitierten Phänomen der Selbstoptimierung ist nicht zu unterschätzen und führt auch dazu, dass es so eine Bewegung gibt oder eine Scheu gibt von vielen jungen Leuten aus großen Organisationen raus und auch von etablierten Managern, die sagen, das habe ich jetzt gehabt. Ja. Achtung, Übersteuerung, agileres Arbeiten, das habe ich beschrieben. Ich glaube, wenn es gelingt, ich würde das so beschreiben, ja, dass es sich lohnt, in etwas zu investieren wie systemisch und agile Konzepte. Also zu überlegen, wie kann man diese agilen Methoden und Formate, die es gibt, sinnvoll in Organisationen einbauen, selektiv, sodass sie zur Organisation dazu passen. Ja. Also wenn es zum Beispiel, also damit man nicht in diese Falle geht, also ein Kollege von mir hat das formuliert, jetzt reisen wir wieder nach Agilistan, ja? Also Agilistan, wir fahren dahin und dann kommen wir wieder zurück und dann ist alles wie bisher. Also nicht die Illusion zu haben, wenn man Scrum trainiert und wenn das eine Gruppe macht, dass damit die Organisation agiler wird. Das ist eine viel tiefer greifende Arbeit, weil es eigentlich darum geht, dass dieselbe Mannschaft ein neues Spiel spielt. Und das ist anspruchsvoll. Das ist ein Prozess, der dauert mehrere Jahre. Und dazu muss man zuerst das Spiel verstehen, was die Mannschaft bisher gespielt hat und klären, wo diese agilen Spielregeln und Formate Sinn machen. Über das Thema Innovation habe ich gesprochen. Da braucht es auch mehr Innovationskompetenz. Es sind ja unterschiedliche Dinge denkbar. Es ist denkbar, dass ein Unternehmen sagt, wir schaffen einen extra Raum, wo wir Innovation hin delegieren. Das kann ein Innovationscamp sein, ein Startup oder whatever. Es kann sein, dass ein Unternehmen sagt, wir schaffen zeitliche Blöcke, wo Innovation stattfindet. Camps, Hackathons etc. Und es kann sein, dass ein Unternehmen sagt, wir erneuern unsere Innovationsprozesse, damit wir gut vorankommen. Die Kompetenz dazu, da rein zu investieren, halte ich für wichtig. Schritt für Schritt sich an diese Themen heranzumachen und dabei das Bestehende zu sichern. Und ein zentraler Punkt, den ich vorhin schon angedeutet habe, ist dieses, dass die Führungsmannschaft in ihr eigenes Wir investiert über das heißt nicht nur Teams, sondern auch in die Führungscommunity und dass man in die eigene Entwicklung investiert. Ich halte es schon für wichtig, dass Führungskräfte, deswegen steht hier Selbstversuch gefragt, sich selbst auch diesen Trends aussetzen. Also Reverse Mentoring mit jungen Leuten zum Thema Digitalisierung oder Learning Journeys woanders hinzumachen, damit man wirklich die Veränderung spürt, die da kommt, mit allen Sinnen. Und da können wir auch was tun. Und dieser Punkt, den ich jetzt sozusagen zum Schluss noch ansprechen möchte, ist, dass
es auch Bereiche gibt, wo ich finde, wir noch wirklich rein investieren müssen, die an Bedeutung gewinnen, nämlich was macht eigentlich Communities aus, was macht Netzwerke aus, was macht die sogenannte Plattformökonomie aus, welche Fragen stellen sich dort neu, auch wenn es um Ressourcenverteilung, um Fairness, um Zukunftsfähigkeit, um das Thema Steuerung geht aus der systemischen Perspektive und was können wir dafür einen Beitrag leisten. Vielen Dank. Also ich glaube, dass die Customer Journeys eine riesige Chance sind, weil ja sozusagen die Kunden, ich habe ja beschrieben, die Kunden haben so vielfältige Rollen, die sind Enabler, Multiplikatoren, gestalten das Produkt mit, sind zugleich Konsumenten des Produktes und so weiter. Das heißt, und sie haben Berührungspunkte analog, wo sie wirklich mit dem Unternehmen zu tun haben und ganz viel digitale. Und der Vorteil der Customer Journeys ist, dass sie wirklich Schritt für Schritt beschreiben, welchen Kontakt hat der Kunde, was weiß ich, wenn er zum Beispiel bei den ÖBB eine Reise bucht, ja? Dann geht er mal auf die Website, dann sieht er, es gibt auch Busse, aha, was mache ich jetzt? Gehe ich doch zu den ÖBB. Dann schaue ich mal, wie schnell ist das Menü? Kann ich mich da schnell durchklicken oder dauert das lang? Dann buche ich die Karte. Dann muss ich die ausdrucken oder muss ich die am Handy haben? Wie ist das, wie komme ich zum Bahnhof? Und so weiter und so fort. Also der Vorteil der Customer Journeys ist, dass die Kundenperspektive radikal Schritt für Schritt durcherlebt wird. Und eigentlich die Unternehmen sich nicht die Frage stellen, was ist der Kundennutzen des Produkts, sondern welches Kundenerlebnis will ich gestalten? Und was ist das Kundenerlebnis von einer Mutter mit Kind, die reist, von einem beruflichen Pendler und von, weiß ich nicht, von einem Studenten oder so? Und das ist total ertragreich, das zu machen. Und da auch viele aus den Unternehmen zu beteiligen, weil das eben die übergreifende Kundenorientierung und den Kundenfokus erzeugt. Und dieser Mix zwischen analog und digital und wie man das gut verbinden kann, ist ja die Herausforderung, die es im Moment gibt.